Hallo. Ich bin back. Willkommen zu meinem Pokémon Sussilver Hard Mode Randomizer. Irgendwie so. In der Art heiße. Yes, meine Mutter brennt. Mein Name ist Professor Eichel. Man nennt mich auch den Pokémon Arsch. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Forschemon nennt. Ellie, bist du da klar? Dann gleich tauchst du in dein Leben. Ganz eigener Abenteuer, Alter. Ich hab doch keine Ahnung, Mann. Vergiss nicht, das mitzunehmen. Hier brauchst du Rucksack und da ist eine Beute Drogen. Guck's, Ausweis. Ah. Oh mein Gott, dieser Keck. Ich hasse ihn. Hier in diesem Labor wird die Lindschokolade developed. Also, ich habe da einen Bekannten namens Mr. Pokémon. Ich finde seinen Namen auch so gut. Das ist so, ja, auf dem Ausweis steht einfach Vorname Mr., Nachname Pokémon. Ein Pamflammer, welchen Pamflammer? Jam? Ekelsam. Niki scheint Mitgefühl mit deiner Mutter zu haben. Der will sich meine Mutter klären, scheiße. Achso, ja, hier ist dein neues Huawei Mate 98. Den empfiehlt Karl. Hallo Karl. Du bist doch noch nicht lange Trainer, oder? Aha, Volltreffer. Krit in deiner Mutter. Was? Das hier ist Pokémon Center, da kannst du heilen, wenn deine Tiere tot sind. Das hier ist Supermarkt, da kannst du kaufen. Aldi, be like. Hier, nimm meine alten Schuhe. Bitte tötet mich. Oh, er brennt. Das ist der Turbo-Treter, krass, Alter. Schon ein tolles Gefühl. Laufen zu können. Aprikorken. Ich weiß nicht, wieso die das nicht ausschreiben können, aber okay. Aprikoks. Das ist das Objekt, das Professor Lin für mich untersuchen soll. Lee erhält Rätselei. Pokédexes. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die mit AI ausgewertet werden und ein Standort wird direkt an China gesendet. Einfach Discord. Mein Geld, Alter. Wieso droppe ich den Typen Geld? Stell dir vor, du wirst besiegt. Dein Pokémon liegt tot auf dem Fußboden. Du nimmst deine Tasche, machst die Tasche aufs Holzportemonnaie raus, nimmst dein Scheißgeld, schmeißt auf den Fußboden, nimmst dein Pokémon und läufst weg. So stelle ich mir das vor. Passant, Junge. Er hat Glut. Er hat Glut. Er schlägt mich härter als seine Mutter ihn. Heilige Mutter. Oh mein Gott, da ist Karl. Mir fällt erstes auf, ich habe vorhin drüber geredet, dass die erste Arena eine Flugarena ist. Aber es ist ein Randomizer. Ich hasse es. Der redet eine Line und pisst sich wieder, Alter. Wow. Bitte lassen Sie mich gehen. Ich möchte hier nicht sein. Fenster ist explodiert. C4, 50 Kilogramm. Das ganze Haus wurde zerfetzt. Ach so, ja, gib mir die Hälfte deines Geldes. Nein. Alter, Traumfugier, let's go. Wieso hat der Typ einen Shirox, Alter, auf Level 10, Mann? Ruckzuck, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, Mann. Bist doch nochmal da. So, ich habe dich auf ihn verwundert. Jetzt wird nur noch ein Pokéball. Halt dein Maul, Alter. Wenn du ihn umbringst, ist es am leichtesten. Mord ist eine Option. I mean, nichts gegen Niki, aber Shellast ist irgendwie, schlecht. Ist sogar Para, Alter. Meine Mutter hat Paralyse. Wenn sie dich sieht. Oh nee, Niki ist sad. Jedes Pokémon hat seinen ganz persönlichen Charakter. Das wirkt sich natürlich auf seine Statuswerte aus. Ja, und Niki ist so wie ein scheiß Brötchen, Mann. Niki ist echt bad, leider. Die Polygone werden Polygoniger. Was? Nein, Raphael, man sieht dich nicht. Aber nice try. Schade. Raphael schreibt mir gerade über Steam. Es ist ein Doppelkämpfer. Holy shit, ey, ich habe einen Shiny gefunden. Wieso sind das Doppelkämpfe? Hat keine Attacken mehr übrig. Wurde von Rückstoß. Oh shit, er ist tot. Hoffe, das kommt das Game nicht oder dupt zu 200 Items. Wer weiß. Ich glaube, ich habe eingestellt, dass alle Kämpfe Doppelkampf sind. Stimmt jetzt ab. Den Link in der Beschreibung. Da ist kein Link in der Beschreibung. Oh mein Gott, wer ist die? Das ist eine Ho. Ich bin ehrlich, ich weiß gar nicht, ob ich Niki behalten möchte. Muss man sehen.
Das macht mich geil. 180 Kilo, das ist ja leichter als ich. Wie nennen wir es? Es hat kein Geschlecht. Es ist Justin Bieber. Du bist so fett, Alter, wenn die Atombombe einschlägt in dir, dann schafft sie es nicht mal, deine Umgebung zu zerstören, weil die ganze Explosion von deinem Bauch absorbiert wird. Hast du schon dein Glück in der Arena versucht? Ich war noch nicht mal in der Scheißstadt, Alter, was willst du? 4K-Webcam mit mobilen Akku. Man erzählt sich, nachts würden Geister durch den Gefäßerturm spuken. Angeblich zeigen Attacken des Typs normal keinerlei Wirkung bei ihnen. Amesi hat das Handbuch auf Seite 2 aufgeschlagen. Also, welche Art Trainer hat es dir angetan? Lady. In Ordnung. Wenn du mir etwas Neues über deinen Geschmack in Sachen Trainer erzählen möchtest, sprich mich doch einfach wieder an. Wofür ist das wichtig? I mean, gestern war es heiß, aber ich habe Eis. Ich schreibe heiß auf Eis, Junge. Hydrobi ist cool. Und Zumpex ist relativ solide, aber... Ja. What? Wie viel Geld bekomme ich es, wenn ich es fange? Wie viel Geld? 10 Euro von mir. Okay, okay. Meine Mutter ist tot. Ja, du musst sterben. Wieso hat er Flammenblitz? Was? Ach, Digga, zählt das als tot? Ich lauf zurück. What the fuck? Also, ich halte fest. Sein Mirapla hat... Matschbombe. Okay. Zweitens, sein Vulpix hat... Scheiß! Flammenwurf. Flammenblitz meine ich natürlich. Das ist noch stärker. Das kannst du mir nicht erzählen. Ich habe gedacht, ja, okay, Glut oder so wird Vulpix einsetzen oder so. Das wird schon wehtun. Aber dann kommt er mit einer scheiß 150er Attacke und schiebt meine Existenz in den Abgrund. So, hier ist der Plan. Ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ich überlege mir einen Plan für nächste Folge. Bis morgen. Tschüss.